Kurzer Hinweis, das Video wurde vor der Corona-Krise aufgenommen. Deswegen habe ich zu meinen Interviewpartnerinnen nicht den Abstand eingehalten, der gerade wichtig und richtig ist. Bitte beachten und jetzt viel Spaß bei der neuen Website. Der neue Webauftritt der TU Berlin ist online. Aber was bedeutet das? Was erwartet uns? Und noch viel wichtiger, finde ich weiterhin die Informationen, die ich suche? Fragen über Fragen. Und ich werde mich heute auf die Suche nach den Antworten machen, gemeinsam noch mit einer Studentin. Die soll mir nämlich sagen, wie ihr erster Eindruck von der Website ist. Die neuen zentralen Webseiten sind ab sofort unter der neuen Domain tu.berlin abrufbar. Die Umstellung zu Beginn des Sommersemesters betrifft zunächst ausschließlich die zentralen Webseiten, die direkt unterhalb des derzeitigen Hauptmenüs liegen. Das neue Hauptmenü umfasst Studieren, Forschen, Arbeiten und über die TU Berlin. Die Anwendung Direktzugang wird durch eine kurze URL abgelöst, die im Fuß einer Seite steht. Mehr Geschichten, Fakten und aktuelle Nachrichten inklusive Bildern und Videos aus der TU Berlin findet ihr auf der Startseite. Ah, und hier sehe ich zum Beispiel eine Geschichte über studentische Botschafter bzw. Botschafterinnen der TU im Ausland. Da klicke ich mal rauf. Warum ist es so wichtig, Geschichten online auch zu erzählen, also auf der Website zum Beispiel? Also wir haben ja super viele Leute, die an unserer Uni studieren, und die meisten Geschichten kriegt man ja eigentlich gar nicht so mit, wenn man sich quasi auf dem Campus begegnet und man weiß ja eigentlich gar nicht, was macht die Person. Und ich finde es halt super cool und super spannend zu sehen, was Leute zum Beispiel auch aus anderen Studiengängen, aus anderen Fakultäten machen. Und das, ich denke, das bereichert einfach auch so den Studiumsalltag, weil man eben dort auf der Website eben auch sehen kann, was macht eigentlich jemand, der vielleicht direkt neben mir studiert. Und du hast ja schon mal in die neue Website reingeschmult. Was würdest du sagen, ist so dein erster Eindruck von der neuen TU Berlin Website? Also ich finde super, dass sie so mobil ausgelegt ist, also ein starker mobiler Schwerpunkt ist, weil irgendwie heutzutage jeder ein Smartphone hat und wahrscheinlich auch die Leute mehr mit ihrem Handy auf die Website gehen, als sagen, ich setze mich jetzt abends an meinen Computer und guck mal, was die TU so macht. Der Veranstaltungskalender ist super übersichtlich, den finde ich richtig gut, und dass man eigentlich auch sieht, was passiert an der TU, wo kann ich dran teilnehmen, wo kann ich mich einbringen, aber dann eben auch die Oberkategorien, die viel, viel organisierter und viel, viel besser aufgebaut sind und die mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde zu studieren, helfen würden, mich auf dieser Website zurechtzufinden, denn ich habe das früher nicht geschafft. Für weitergehende Informationen zum neuen Webauftritt und Rückfragen besucht bitte die Web-Relaunch-Projekt-Webseite. Wenn ihr die Highlights, die Sophie schon erkannt hat und ich euch auch schon in dem Video gezeigt hat, auschecken wollt, dann geht jetzt auf tu.berlin. Da habt ihr die neue Website, die ist nämlich jetzt online. Tschüss, macht's gut.